Stapelchips von Pombeer versus Pringles. Die Pringles sind vegan und Pombeer nicht. 4,5 Gramm Zucker sind für Chips viel. Bei Pringles sind 1,4 Gramm Zucker. Auch etwas mehr Salz bei Pombeer. Pringles nutzt keine Geschmacksverstärker. Pombeer schon. Die hier riechen wie billige Chips. Grizzlies. Ach, das ist ein Grizzlybär. Ja, dass der Unterschied so groß ist. Das ist echt eine Enttäuschung. Das sind tote Grizzlies. Schmecken kaum nach Kartoffeln. Die schmecken ansatzweise nach Kartoffeln. Sind gut gesalzen. Aromatisch. Und knuspern saftig. Deutlich herauszuschmecken, dieses Milchpulver, Zucker, Salz, Käsepulver. Die sparen an der Hauptzutat, und das ist Kartoffeln, und versuchen alles andere zu strecken. Letztendlich, wenn deine Geschmacksnerven tot sind, dann schmecken dir diese Chips. Denn wie gesagt, sie sind zu salzig, zu süß, dieses Milchpulver, zu wenig Kartoffelgeschmack, zu teuer für diese Leistung. Dagegen wirken diese hochindustriell verarbeiteten Chips von Pringles ja fast wie Kartoffel von der Oma. Da gewinnen die Pringles haushoch.